Was ist hier los? Was ist das für ein Spiel? Löwenzahn. Löwenzahn! Hallo, herzlich willkommen. Ja, da ist er wieder, mein Bauwagen. Hallo! Und, auf dieser CD-ROM gibt es jetzt eine Menge zu gucken und zu tun. Eine CD? Mit der Maus könnt ihr euch jetzt im Bauwagen und um den Bauwagen rum bewegen. Ja. Wirklich? Wenn der Cursor, hier, da. Also der Mauszeiger. Ich probiere in der Nase herum. Dann drückt die Maustaste und ihr kommt weiter. Irgendwie. Also viel Spaß. Okay. Was ist das hier? Was mache ich hier? Dies ist kein Let's Play. Das ist auch kein Let's Race oder sowas in der Art. Das ist ein Let's Aufgeben. Ja, so könnte man es sagen. Ein Let's. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist ein letzter Aufgeben. Es geht darum, der Mr. Möhr hat mich herausgefordert, dieses Spiel zu spielen. Er hat, glaube ich, irgendwie 2 Wochen oder so dafür gebraucht, mich dazu zu überzeugen, das jetzt einfach mitzumachen, aus purem Spaß. Das ist, glaube ich, eher ein Spaßrennen, eher für uns beide als für die Zuschauer, könnte man schon fast sagen. Ich hoffe, das amüsiert euch auch, weil wir beide, also ihr solltet es euch auf jeden Fall bei beiden ansehen. Es geht einfach nur darum, wer hält das Spiel länger durch. Es werden nachher die Minuten zusammengezählt, wer das länger gespielt hat, und der hat dann gewonnen. Ob wir irgendwie eine Strafe oder sowas machen, das weiß ich noch nicht. Aber ich schätze mal nicht. Das ist einfach nur ein reiner Spaß. Es wird wahrscheinlich auch eine Reihe werden, dass wir auch noch die anderen Teile spielen. Aber da ranzukommen ist auch so eine Sache. Wir werden nicht jeden Teil spielen. Aber das wird sich ja noch zeigen, je nachdem, wie ihr das findet, wie das ankommt. Je nachdem, wie viel Spaß wir auch dran haben. Eigentlich sollen wir auch gar keinen Spaß dran haben, weil das eigentlich total kacke ist. Aber gut, Löwenzahn, die CD-ROM hat mich... Ja, ich fand die damals ganz cool. Davon hat man doch schon einiges gelernt. Mehr oder weniger. Tja, aber wir fangen jetzt trotzdem an. Wir werden uns jetzt auf diesen Bauwagen umsehen. Und auch schon bei dieser Rede werde ich ziemlich viel Zeit verschwenden. Allein aus dem Grund, weil ich nicht verlieren möchte. Auch wenn das der Fall sein wird. Tja, ein schöner Wohnwagen, muss man sagen. Oh, eine Gitarre hängt hier rum. Hier haben wir unseren Fall, der kann sich verändern. Da kommen wir woanders hin. Da ist ein Maulwurf. Hä, was war das? Hä? Maulwurf? Mabi? Mabi? Mabi, Mabi! Ja! Terror-Maulwurf. Ja, das ist der erste Teil. Es gibt davon, glaube ich, schon 8 Stück oder so. Ja, ihr... Ja, ich mag ungern jetzt schon anfangen. Aber gut, schaut auch bei Mr. Möhr euch das an. Es ist hier letztendlich doch irgendwo ein Wettkampf. Und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Hier ist Holz. Hier ist es dieser Maulwurf. Auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, was es soll. Ja, wir fangen... Ich gehe jetzt mal zur ersten Stelle, mal sehen, was ich so finde. Ich werde versuchen, möglichst viel zu finden. Wir werden viele Filme sehen. Was will er jetzt? Aber ich werde versuchen, möglichst viel zu finden. Vielleicht finden wir sogar alles. Vielleicht finden wir sogar mehr als Mr. Möhr. Das wird sich zeigen. Schauen wir doch mal nach. Wir gehen jetzt zum Maulwurf. Geil. Ich will mir eine Höhle graben. Aber das ist ganz schön schwierig. Der Maulwurf ist da von Natur aus viel besser ausgestattet. Mit eingebauten Schaufeln, ne? Und sein Fell hilft ihm auch. Aber ich kann dafür wieder andere Dinge besser, zum Beispiel sehen. Ne? Und ja, was das Essen angeht, da haben wir auch sehr verschiedene Geschmäcker. Ja, das denke ich auch, Mr. Peter Lustig. Haha, gut, schauen wir uns doch mal ein paar lustige Sachen zum Thema Maulwurf an. Das ist doch sehr spannend und ich werde auch zu jedem von diesen Filmen werde ich mein persönliches Kommentar abgeben, um das Ganze noch ein bisschen mehr in die Länge zu ziehen. Und ich werde auch versuchen, mir möglichst viel zu merken, damit ich es euch wiedergehen kann. Falls ihr noch andere lustige Infos über Maulwürfe habt, dann könnt ihr auch noch euren selbst dazugeben. Schauen wir doch einfach mal. Willst du mal sehen, wie ein Maulwurf gräbt? Ja, gerne. Nochmal. Willst du mal sehen, wie ein Maulwurf gräbt? Nochmal. Willst du mal sehen, wie ein Maulwurf gräbt? Guck dir mal seine Fresse an. In der Nase wieder popeln. In der Nase popeln, okay. Egal. Sehen, ja, okay, jetzt reicht's auch. Okay, dann gucken wir ihm doch mal zu. Aber wir wollen ihn nicht stören. Was für Grabehände. Ja, jetzt muss er doch irgendwann, ich meine, die Erde muss doch raus aus dem Gang. Ja. Der dreht sich nun und schiebt sie raus. Und das gibt dann die Maulwurfshügel. Ja. Ach, so ist das also. Sehr tüchtig. Oh, ich wusste das doch gar nicht. Ja, das... Okay, das lässt sich ja merken. Ich habe seine Nase gesehen. Kommt er jetzt raus? Nö. Was für ein Fell. Er kann damit rückwärts kriechen und sich umdrehen.
Tolles Tier. Und es bleibt trotzdem dicht. Und strubbelt nicht. Ist er jetzt fertig? Nö, er kann sich gar nicht mehr bewegen, also raus mit dem Zeug. Echt? Erst mit den Händen, dann mit den Füßen. Ja, rausquetschen. Umdrehen, ja. Rausschieben. Ich weiß noch nicht mal, wo vorne und hinten ist bei dem Viech. Was soll das? Egal. Schieb raus den Scheiß. Ein Schwanz hat er auch. Aber jetzt ist er fertig. Ja. Ein Schwanz hat er auch. Ja, Maulwurf. Ja. Tja, was habe ich aus diesem Film erhalten? Denke ich mal nach. Also, der Maulwurf, der gräbt Löcher, weil, der gräbt halt Löcher, weil der wohnt ja unter der Erde. Und, ja, der schiebt die Erde, die schiebt er eben nach draußen, so, dass die Erde, dass sie verschwindet, damit der weitergraben kann. Sonst würde ja das keinen Sinn ergeben, wenn er die Erde einfach mal drin lassen würde, würde er ersticken. Außer würde er dann gar keine Löcher graben können. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich für den Maulwurf. Und das wollen wir natürlich nicht. Der Maulwurf selber hat ein sehr lustiges Fell. Das ist ein sehr komisches Fell. Hat einen Schwanz, wie ich bereits gesehen habe. Und tja, dafür kann der Peter lustig ihn damit doof herumgucken. Ich finde das ganz lustig, dass ihn einfach so irgendwie... Wie haben sie das eigentlich gemacht mit der Kamera? Haben sie einfach eine Glasscheibe genommen und das dann einfach gefilmt? Das wäre ja Sünde. Mal sehen, was es noch so erfahren gibt über Maulwürfe. Ja, weil... Ah, jetzt verstehe ich. Sie wirft heißt, sie kriegt Junge. Und mit denen wirft sie natürlich nicht. Die liegen wohlbehütet im warmen Nest. Meine Güte, was die schon für Pranken haben. Aber dafür noch kein richtiges Fell. Sehen aus wie kleine Elefanten. Was soll das? Worauf lasse ich mich ja eigentlich ein? Noch haben sie saubere Fingernägel, aber das wird sich bald ändern. Zombie-Maulwurf! Langweilig hier. Ja, lange warte ich nicht mehr. Dann hau ich ab. Der Maulwurf kann reden. Ich will nämlich wühlen. Wühlen, wühlen, wühlen. Und wenn ich groß bin, dann baue ich jede Menge Tunnel. Und viele, viele Haufen. Das war ja zweideutig, ohne Ende. Tja, wie ihr gesehen habt, die Maulwürfe, da schon, wenn die geworfen werden, haha, Maulwurf wird geworfen, dann sind die erstmal pink, so, haben gar keine Haut, so, und das entwickelt sich nachher als alles, haben keinen Bock mal, die ganze dort in diesem Bau zu bleiben. Tja, die wird eben langweilig und dann sagen sie sich, ich will ja weg, das dauert nicht mal lange, dann verpisse ich mich von hier, ha. Ja, und mir wurde die auch eigentlich gar nicht gezeigt, es wurden einfach nur süße Maulwürfe gezeigt. Ich hoffe mal nicht, dass irgendwie hier ZDF jetzt ankommt und meint hier, sie müssten mein Video sperren, weil letztendlich, erstens ist die Serie total scheiße alt, zweitens ist das Videomaterial, was auf einem Spiel veröffentlicht wurde, und da schätze ich, ist das hier alles okay, was sie hier machen, also zum Thema Copyright und sowas sollte ich eigentlich keine Probleme haben. Wen interessiert das denn bitte schön auf? Also ich glaube, die kümmern sich einen Dreck darum, was hier so ein Typ auf YouTube damit macht, also wow. Naja, egal. Wir gucken uns als nächstes mal... Was meinst du? Frisst der Maulwurf nur Schädlinge? Was meint ihr? Frisst der Maulwurf nur Schädlinge? Nee, er frisst auch Regenwürmer. Oh. Aber die sind doch nützlich. Das weiß doch jeder. Nein, sind sie nicht. Naja, so schrecklich viele wird er ja nicht fressen. Bleiben doch sicher noch genügend übrig. Ja, voll der verrückte Maulwurf, Alter. Frisst einfach so einen riesigen Schlang für ihn auf. Stell dir vor, ihr würdet so ein Viech essen. Wie groß die eigentlich sind an sich. Maden, oder was? Und, ist das? Außerdem, er frisst ja auch noch anderes Gewürm. Vielleicht auch Tiere, die er mir von unten so fett, die Kreiswurzeln anknabbern. Er passt da voll gar nicht durch. Guckt es euch mal an. Also, das geht gar nicht. Er quetscht sich da irgendwie rein. Der müsste einfach mal das Loch ein bisschen größer bauen. Oh, guck mal, was da ist. Sehen. Ist er ja direkt, ne? Lass mich nicht töten. Nein, ja, lass ihn Ruhe. Schon wieder was. Oh mein Gott. Wow, Horrormusik. Naja, wer so viel arbeitet, der soll auch gut essen. Alter, jetzt hört auf, so was Brutales zu zeigen. Also, der Maulwurf, der ist auch was anderes. Außer hier, ne, Zeugster, außer hier Schädling, der ist auch Regenwürmer. Gut,
So viel zu unserem ersten Video von, ja, von Löwenzahn. Das sind dann gleich unsere ersten 11 Minuten. Ja. Was soll ich sagen? Es ist interessant. Ich fand's irgendwie interessant. Das war schon grauen. Das war schon gruselig gewesen. So interessant war das. Wir haben viel gelernt. Wir werden auch nächstes Mal weiter was lernen. Ich warte darauf, dass Mr. Müll seinen ersten Part hochlädt. Und dann kommt von mir der zweite. Bis zum nächsten Mal bei Let's Aufgeben Löwenzahn 1. Ich bin noch gut dabei. Mir geht es noch gut. Wir können auch ein bisschen weitermachen. Und hoffentlich hört er schnell auf als ich. Ciao.